aufnehmen und sage herzlich willkommen. Schiffsvorstellung, die Schlachtschiffe bei World of Warships. Hier muss ich gestehen, habe ich nur frei erspielbare und frei kaufbare, also natürlich dann eben halt die Superschiffe. Längst nicht alle. Die Brandenburg ist bei mir rausgeflogen, weil ich sie nicht ertragen habe. Ein so schlechtes Schiff. Deswegen wird es auch die Hannover mit hoher Wahrscheinlichkeit nie in meinen Hafen schaffen. Außer mir spendet irgendjemand Milliarden von Kreditpunkten. Dann könnte ich drüber nachdenken, aber ansonsten, nein, möchte ich nicht drüber nachdenken. Ja, und wir fangen bei den japanischen Schlachtschiffen an. Und die Japaner sind am bekanntesten natürlich für die Yamato, eines der bekanntesten Schlachtschiffe des Zweiten Weltkrieges. Die Yamato war das angeblich unschlagbare Schiff, ja, kennen wir von den Deutschen, war bei der Bismarck und bei der Tirpitz ja auch mal so angedacht, aber das war die Yamato dann alles nicht so. Bei der Yamato können wir dann eben halt sagen, ne, dass sie 45, ne, versenkt worden ist, ne, von Marineflugzeugen der US-Marine und ja, aber hier im Spiel können wir mehrere Sachen sagen. Wir haben zwei verschiedene Bäume der Schlachtschiffe. Einmal Sniper, die relativ weit schießen und ziemlich genau sein sollen. Ich komme scheinbar mit der Genauigkeit noch nicht so ganz klar. Ich muss damit auch üben, das ist die Bongo-Reihe. Gehen wir nochmal kurz rein. Bongo Bongo. Das ist diese Reihe hier. Und dann gibt es noch die Yamato-Reihe. Ja, die Yamato-Reihe, ich liebe auch die Izumo, die wird noch eher als zum Beispiel die Brandenburg oder die Hannover wieder den Weg in meinen Hafen schaffen, weil die liebe ich über alles. Aber die Bongo-Reihe hat es auch geschafft in meinen Hafen, die musste da einfach hin und nur damit es komplett ist. Komplett ist übrigens auch etwas nicht, ich habe keine Hybridschiffe, stehe ich auch überhaupt nicht drauf, kann ich überhaupt nicht mit um, nervt mich total, dass wenn ich mit den Flugzeugen unterwegs bin, das Schiff nichts mehr machen kann. Und wenn ich mit dem Schiff schieße, ich mit den Flugzeugen im Endeffekt nichts machen kann. Das ist einfach nur nervig, penetrant und ja, könnte man abändern, indem man zum Beispiel ja, Flugzeuge wie früher man nach dem alten CV-System irgendwo hinschickt, angreifen lässt und weiterhin das Schiff spielt. Aber gut, gibt's halt nicht. So, zurück zur Bongo Bongo. Ich habe hier die Andromeda drauf, weil ich zu wenig hohe ja, japanische Kapitäne hatte. Ich habe jetzt hier nur noch so lustige japanische Kapitäne und dementsprechend wird es auch in Zukunft relativ schwer. Und auch die, wenn irgendwann die, die Hayate, den Weg in unseren Hafen findet, wird das auch zum Problem. Aber egal, wir wollen zurück. So, wir gehen zur Artillerie. Wir haben insgesamt 10 x 457 mm. Die Yamato hat 3 mm mehr pro Geschütz und hat 9 Schuss davon. Allerdings nur aus 3 Geschützen, während die Bongo das aus 5 Geschützen macht. Was das Ganze nicht unbedingt oder was das Ganze sogar eigentlich noch besser macht, sagen wir es mal so, weil wir nach hinten raus immerhin 6 Schuss haben. Das dürfen wir nicht vergessen. Und nach vorne fehlen uns 2, nach hinten haben wir insgesamt 3 mehr. Das kann auch mal im Wegfahren sehr nett sein. Was wir nicht vergessen dürfen, beide Schiffe sind von der Seite her sehr gut zitulierbar. Beide Schiffe sind anfällig für Seitenschaden. Da sollte man mit leben. Und wie bei fast jedem japanischen Schiff, abgesehen von der Yodo als Kreuzer, die Geschütztürme drehen sich langsam. Bitte nehmt nicht irgendwas, was die Drehgeschwindigkeit der Geschütztürme verlangsamt, so wie es zum Beispiel World of Warships bei der Ausrüstung vorschlägt, dass man hier statt Reichweite die Hauptbatterie-Modifikation nimmt. Die sekundäre lohnt sich auch nicht bei 7,7. Ja, wenn man jetzt alles skillen würde, aber die Bongo ist eben halt aufgrund der Weichheit kein Schiff, was man vorne fährt und dementsprechend wäre das total sinnlos. Ich habe hier sogar gerade noch getauscht und habe die Drehgeschwindigkeit der Hauptbatterie getauscht, um da wenigstens noch ein bisschen Geschwindigkeit reinzukriegen.
weil das ist wirklich gähnend langsam. Das Aufklärungsflugzeug brauchen wir theoretisch nicht. Ich gebe zu, es hat Vorteile, weil man über den Berg schießen kann, aber noch mehr Reichweite als 29 Kilometer macht es selbst das sehr genaue Schiff, die Bungo, nicht unbedingt besser. Ja, ansonsten haben wir nicht besonders viel Flugabwehr mit 83 geht. Manövrierfähigkeit, naja, 31,5. Wenn wir uns mal mit der Yamato vergleichen, sind wir bei 28,4. Da sind wir schon einen Ticken schneller. Wir brauchen 900 Meter zum Wenden und mit der Bungo brauchen wir 960 Meter. Problem ist, sie ist einen Ticken länger, dafür schmaler. Egal. Die üblichen Verdächtigen für ein Schlachtschiff hier drauf. Ansonsten haben wir nichts Besonderes dabei. Luftschlag mit 32 bei der Yamato mit 32. Ich glaube, selbst bei der Satsuma ist mit 32 da nichts, was man erwähnen muss. Also gehen wir in eine Runde und freuen uns über die Bungo Bungo. Bungo Bungo. Ich könnte mal das Licht hier vorne anmachen. Vielleicht hilft das ja was. Na, ein bisschen was hilft das immer, aber auch nicht so viel, wie man sich das erwünscht. Ich muss hier irgendwie morgen nochmal den Schreibtisch komplett aufräumen, sauber machen und irgendwie nochmal umbauen. Ich muss mir noch irgendwas einfallen lassen hier. Ja. Irgendwas. Irgendwie, irgendwo, irgendwas. So, Bung Bungo, wir sind an oberster Stufe. Wir haben den Vorteil, wie gesagt, mit 29 Kilometern. Das ist definitiv ein Vorteil. Hier nervig, eine Sherman, wobei zwei U-Boote finde ich penetrant nerviger als eine Sherman. Sie sind theoretisch nicht in der Lage, vernünftig zu cappen. Also von daher, let's have fun. Wir allerdings auch nicht, weil wir haben eine Gearing und das war es eben halt logischerweise. Die Dame können wir ruhig ein bisschen lauter machen. Töne natürlich. Voice-over ist, glaube ich, das. Jo. Passt. Die Desmonds hat hier natürlich jetzt auch. Wir haben jetzt hier natürlich auf der Seite. Erstmal sind wir eh extrem wenig. Und dann haben wir hier noch so zwei Neptuns. Zwei wunderbare Schiffe, die in so einer Runde so gar nichts zu suchen haben. Irgendwie, weil absolut sinnfrei, aber egal. Egal. Ja, wie gesagt, auf die Brandenburg werdet ihr verzichten müssen. Auf die Dings werdet ihr verzichten müssen. Die Hannover. Auf Hybridschiffe müsst ihr verzichten. Die wird es bei mir nicht geben. Aber ansonsten ist jedes Schlachtschiff, was frei erspielbar ist, dabei. So, die U2501 haut schon mal Torps raus. Und ich muss hier gleich mal aufpassen, dass ich irgendwie umdrehe wieder. Weil wenn ihr U-Boot nämlich hier irgendwo in der Nähe ist, dann habe ich nämlich schon mal ein echtes Problem. Und es kommt ja auch keiner zur Unterstützung hierher. Doch, da kommt tatsächlich einer. Ein Kurfürst kommt noch zu uns. Stößt noch zu uns. Und unser U-Boot cappt. Durchweg von Vorteil. Wenn wir Pech haben oder Glück haben oder wie auch immer. Machen die einen Lemming Trail und sind irgendwo, wo wir weit von entfernt sind. Dann ist eine Baltimore, die hätte ich gerne gehabt. Das wäre so das ideale Ziel für mich. Und vielleicht auch mal. Und jetzt seht ihr, ich drehe gerade die Geschütze. Und jetzt achtet mal auf die hinteren Geschütze. Ne? Da ist ihre Bungo. Und hier ist noch eine Buffalo und eine St. Louis und eine Josche. Das ist doch schön. So, mal sehen, ob wir die... Wir haben die Bungo getroffen und sie hatte 1350 Trefferpunkte gemacht. Wir sollten mit Stolz, sollten wir sagen, hallo. So erfolgreich waren wir ja noch nie. So, jetzt hat die Bungo auf uns geschossen. Und die Bungo fährt immer noch rückwärts.
So, fahr mal weiter rückwärts. Mal sehen, ob du auch so erfolgreich bist. Das Tolle finde ich ist, dass... So, ich habe nicht einmal getroffen, nee, ist klar. Und ich bin auch immer noch offen, das ist auch klar. Und die zwei Neptuns haben sich eingenebelt vor Freude, haben nichts erreicht damit. Glückwunsch! Ja, so eine Neptun. Ready for Sherman DD. Wir haben schon unser erstes U-Boot verloren und sie haben was verloren? Eine Buffalo. So, und wenn ich jetzt sehen würde, wie die fährt, schießen wir mal so. Ah, dreht schon weg. Damit war zu rechnen. Ist auch direkt an der Kante, also... Sie haben ihren Zerstörer verloren. Ihre Sherman hat einen gekillt und ist dabei selber drauf gegangen. Ob sich das jetzt so gelohnt hat, wage ich zu bezweifeln. Ich muss mal sehen, ob ich... Ja, komm ich hier hin. Ich habe irgendjemand eine Zieder gesetzt. Ist das nicht schön? Die 4501 will nicht mehr tauchen. Doch. Jetzt will sie wieder tauchen und ist aber schon vorher Geschichte. Boah, ist schön, wenn man mit so erfolgreichen. So kann man Runden natürlich auch gewinnen. Alter Schwede, wo hat er die Sojas jetzt ihre Salbe hier gekriegt? Vor allem so eine Salbe. Von der Bongo Bongo, die jetzt schon wieder unsichtbar ist. Ja, drehen wir mal rein, ne? Will nicht zu viel Angriffsfläche geben, ne? Bongo Bongo. Oh, du hast aber ein bisschen weit vors U-Boot gesetzt. Bongo Bongo. Die zwei Neptuns und die Sovasoyos fahren hier. Ach, ich mach mal so ein bisschen Pulli-Pulli und fahre hier mal so ein bisschen durch die Gegend. Ah, da sehen wir gerade drüben auch noch jemanden, der das genauso gut kann. Wir brauchen mehr Aufklärung hier. Ist halt. Wir haben jetzt insgesamt drei Schiffe, die absolut sinnlos. Feuer ausgelöst mit. Ach, ich schieße mit HE. Sag das doch mal irgendjemand. Wie geil ist das denn? Ich schieß mit HE. Ja, die Bongo Bongo. Josche. Na, ihr seid zu dritt. Also, wenn ihr das nicht schafft, ne? Wir cappen schon, das ist gut. Wir haben noch nicht fertig geladen. Das ist natürlich 10 Schuss sind schon, ne? Nice, ne? Wenn er davon auch irgendwas trifft, ne? Wow, da hat irgendwas von getroffen und nichts bewirkt. Unsere Gearing capped, das ist geil. Immer schön aufpassen auf die Torps von der Josche. Josche fährt so schön am Rand. Ging aber fast alles rüber, oder? Ja, aber nicht weit genug vorgehalten, Herr Stahlkamp. Verdammte Axt, ja, das ist der Nachteil am dynamischen Fadenkreuz.
Ja, wer kommt? Ach, Mecklenburg ist ja auch noch. Oh, das war die Ibuki. Das war die Ibuki. So, jetzt müssen wir nochmal richtig vorhalten. Jetzt aber, komm. Auf 10 vorgehalten. Reicht noch nicht. Eine voll aufgedrehte Josche, mach mehr. Ja, macht sie. Aber wir haben jetzt hier gleich eine Mecklenburg vor uns. Und da kommt noch auf 14 Kilometer eine Lion, die jetzt gerade mit AP auf mich schießt. Das habe ich auch noch nicht gehabt. Wenn die jetzt nochmal eben irgendjemand aufdecken würde. Oh, nochmal schnell. Wow, 1350, ich bin begeistert. Ja, es ist halt auch dieses, das ist jetzt auch relativ neu in World of Warships, dass man ständig hier irgendwelche mal kurz offen und dann doch wieder nicht. War hier nicht irgendwo eine Mecklenburg? Ich habe irgendwas von der Mecklenburg gehört. Dachte eigentlich auch. Wo zur Hölle ist sie hin? Bongo Bongo. Einmal Bongo Bongo. Ah, jetzt wissen wir, wo die Mecklenburg ist. Schön aufpassen und jetzt drehen wir definitiv. Ja, Lion, ich weiß. Das war gar nicht die Lion. Die Mecklenburg bleibt natürlich dahinter stehen. Ah, sie bleibt natürlich dahinter stehen. Oh. Ja, und wo ist jetzt hier der Pnüxel vom U-Boot? So, wie hätte ich da jetzt ausweichen sollen? Das muss man kurz irgendjemand erklären. Das ist ein Witz. Das ist jetzt echt ein Witz. Nicht eine Anzeige für das verkackte Scheiß-U-Boot. Entschuldigung für den Ausdruck, aber hat irgendjemand. Ich habe keine gesehen. Das war wohl ein ganz schlechter Witz. Okay, Google, stopp den Wecker. Das ging mir jetzt gerade ganz gepflegt auf die Nüsse. Also wirklich ohne, ne? Wo auch immer es ist ja auch überhaupt nicht, es ist jetzt auch wieder, jetzt hat es wieder zwischendurch irgendwo gepinkt, ja, jetzt hat es unser Karl Johann erwischt. Ne? Ist ganz klar, es hat sich schön die ganze Zeit versteckt. Ja, gut, aber es macht jetzt auch nichts. Wir haben 931 zu 264 Punkte und bei der Menge an Schiffen.
ist das nur noch eine Frage der Zeit. Das war die Mecklenburg und damit haben wir jetzt auch gewonnen. 32.000 ist, glaube ich, so das Enttäuschendste, was ich mit dem Schlachtschiff je gemacht habe. Ich kann es nicht sagen, mir liegt sie einfach nicht. Ich habe eine Zitadelle gemacht und den Rest habe ich jämmerlich versagt. Und ja, ich habe auch verdient 929 Punkte. Muss ich leider so sagen. Also ich komme mit ihr nicht klar. Mag sein, dass andere damit klarkommen. Team Krado lobt sie ja in höchsten Tönen. Vielleicht immer genau das Gegenteil von Team Krado denken bei mir, was zu mir passt. Also wie gesagt, nicht, ich will damit nicht Team Krado in Frage stellen, ganz im Gegenteil. Aber jeder hat ja seinen anderen Spielstil und dementsprechend ja. So, damit beenden wir mal die Aufnahme für die Bungo Bungo und die Schiffsvorstellung war jetzt erstmal nicht so erfolgreich, würde ich sagen. Bis Danny, ciao, ciao.